Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Ja, im letzten Part habe ich den Buzzard mir geholt. Oder war das wieder Buzzard die Folge schon zuvor? Egal, ich habe jetzt schon gelesen, was es so Neues gibt für diese Eventwoche. Wir haben jetzt den Mittwoch, sprich morgen endet die Eventwoche. Wir tun erstmal den VIP mal mit der Limousine abschaffen, also abliefern. Denn da kriegen wir auch mal echt Kohle. So. Ich muss erstmal mein Self-Radio anmachen. Denn ich habe mir über die Tage erstmal Musik heruntergeladen, die ich auch abspielen darf und kann. Ich hoffe, dass das funktioniert und so. Und damit keine GEMA-Rechte verfallen und so. Ich fahre schon wieder viel zu schnell, merke ich gerade. Auf jeden Fall habe ich mir neue Musik heruntergeladen für dieses Spiel. Ich habe nachgefragt, ob das überhaupt auf YouTube rechtlich ist, die Musik. Und tatsächlich ist es rechtlich anscheinend, hoffe ich. Und ja. Ein Unfall gebaut. Oh nein, oh nein. Gott. Auf jeden Fall gibt es für einige Gebäude 40% Rabatt. Und da will ich heute mal schauen, ob ich überhaupt mir so ein Gebäude mir holen kann. Ja. Aber erstmal schaffe ich den VIP-Loot weg. Und dann mache ich erstmal eine kleine Headhunter-Mission. Denn wir stehen kurz vor der 1 Million wieder. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass ich heute mir mal ein privates Auto mir hole. Und zwar den Karin Sultan. War das Karin Sultan? Ich bin mir gerade unsicher. Nee, Kuruma. Genau, Kuruma, gepanzert. Den wollte ich mir holen. Für 600.000. Ein paar zerquetschte, ich bin mir gerade unsicher, wie viel der gekostet hat. Ja, hupt nur ruhig, ich muss hier durch. Ich muss ein VIP wegschaffen. So, den VIP schön nach Hause gefahren. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich als nächstes machen kann. Wie schon gesagt, also dass mir den Buzzard uns geholt haben, ist ja immer gratis. Wir können den anfordern. Ja, oder jemand fährt dort hinein, das ist auch gut. Ja, komm, steig ein. So, VIP-Aufträge, wir machen natürlich Headhunter-Missionen, habe ich ja schon gesagt. So, mein Mikrofon mal von der Bildschirm weggehalten. Dass ich auch was sehe auf der Minimap. Genau, Musik wieder auf Self-Radio. Denn jetzt kann ich auch mal mit Musik ein bisschen arbeiten. Und spielen, das ist natürlich wichtig, denn ohne Musik war es so irgendwie langweilig für mich. Ja, das ist kein Spiel, muss ich sagen. Das ist irgendwie nur herumfahren. Das ist irgendwie, dann kannst du auch in Real Life irgendwie herumfahren, ohne Radio anzuhören. Das ist irgendwie für mich das gleiche ungefähr. So, wer hält denn hier an? Der hält an.
über der Autobahn, das ist natürlich furchtbar. Ich glaube nicht, dass wir den treffen so schnell, wenn er. Okay, die sind auch rausgesprungen, das ist okay. Okay. Das ist Ziel vernichtet. Ja, und dann sind wir auch gleich bei der 1 Million, wenn ich den letzten beseitigt habe. Dann muss ich nochmal woanders hin. Ganz schnell. Denn ich merke gerade, ich habe, wo ich die Aufnahme gestartet habe, gemerkt, dass ich nicht das Gebäude mir holen kann für 40%, weil ich noch nicht in das Gebäude hineingegangen bin. Ja? So, 1 Million haben wir. Und wir gehen erstmal. Ja, wohin gehen wir denn erstmal? Duell ist Los Santos. Kassel? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Eigentlich auch egal, muss ich ganz ehrlich dazu sein. So. So, wir gehen erstmal hier hinein und gucken mal, was hier so schönes Neues ist. Das LSK-Miet, ja. Wir gehen hinein und schauen uns da mal was an, was die Leute dort drinnen zu sagen haben. Mute mich wieder mal. Silver medal with your name on it. Weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all them fools. Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Hey. Aww. Hold on. Lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise come to take a look? It get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, buddy! You a pimp, bro? I'll see you in a minute. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Carmi, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked him in my rear view. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you want to be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is beef. We leave that shit at the door. Do talk some shit, but he right. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. But if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh, shit. That was Susanna. Oh, dude came in earlier. He's from out of town. Baby doll, are you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Mm-hmm. Hey, this is my new man. This is Hal. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Damn! Girl left a mark for life. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh. She's got this list of jobs. Some serious shit.
Gonna need a crazy-ass wheelman and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, how about you, Queen? You trying to roll with those folks, hit some licks? Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Ja, ab jetzt kann ich nämlich mir was holen. Das mache ich auch gleich, wenn wir draußen sind. Ich finde ja die Werkstatt hier, finde ich irgendwie eine Anlehnung an Fast and Furious Tokyo Drift. Finde ich jetzt höchstpersönlich. Und die haben es wirklich auch gut getroffen, muss ich sagen. Ein paar Autos hier, ein paar Autos dort. Schöne aufgetunte Fahrer, wo ich sagen muss, mega geil. Eins muss ich dazu sagen. Bei den Karren hier, die hier stehen immer, jede Woche stehen immer drei andere Fahrzeuge hier, kann man zum Testen fahren. Ja? Mega gut auf jeden Fall. Dieses Fahrzeug kann man immer gewinnen. Man muss immer eine Herausforderung machen. Ich bin mir gerade unsicher. Ich kaufe eine Mitgliedschaft bei Mimi. Okay, machen wir mal. Mimi, wo bist du? Hier bist du, Mimi. So, Mitgliedschaft kaufen, gratis, warum auch immer das gratis ist, kaufe ich ganz gerne. Wahrscheinlich diese Woche, sonst würde das was kosten. So, unten rechts stehen Reputationsstufen. Stufe 1. Man kann da jetzt, wenn man Autos hier drin auftunt, bekommen. Man kann, wenn man mit Autos auf der Teststrecke herumfährt, Punkte bekommen. Und ja. Ich bin mir gerade unsicher, was dort oben ist, bei den Zeichen dort. Ich gehe mal kurz dorthin. Ah, hier kann man Rennen fahren, genau. Rennorginats. Was? Rennen? Bin ich gerade zu blöd zum Lesen? Ich will kein Merch. Ja, warte mal. Kann man hingehen? Okay. Steht nicht da nochmal. Wir können aber Kleider holen, wenn man genug Reputationspunkte hat. Und zwar hier. Kann man sich tolle Sachen holen. Mützen. Beziehungsweise Kappen. Mega gut auf jeden Fall. Aber die kosten eben. Man muss wirklich Level 100 sein. Oder drüber. Beziehungsweise 18, 2 und etc. Also mega hohe Reputationsstufe Punkte muss man haben hier. Selbst die T-Shirts extrem teuer. Die werde ich wahrscheinlich offscreen wahrscheinlich irgendwie mir mal ergattern, holen etc. Gerade der gelbe Pizza-Hoodie finde ich ja mega top und mega geil. Der schwarze genauso oder grau besser gesagt. Karin, ja, mega gut. Der graue Hoodie. Übermacht. Ist auch mega top. Fällt mir auf jeden Fall. Der Ubay Hoodie, naja. Der Übermacht Hoodie finde ich auch nicht schlecht. Aber wie ihr sehen könnt, Level 204 Stufe. Also Reputationsstufe 204 muss man schaffen hier. Hier muss man 89 sein. Es dauert extrem lange, ehe man wirklich hier oben ist. Ja, man kann sich, glaube ich, noch Schuhe sich gönnen. Die Schuhe sehen natürlich relativ nicht gut aus, finde ich jetzt ganz ehrlich. Gut, die Schuhe gehen. So allgemein hier. Okay, die gehen auch noch, aber man muss wirklich Stufe 250 sein, Stufe 300. Jemanden so solche Schuhe bekommen. Es ist extrem langwierig, muss ich sagen. Ich finde diese Farbe hier nicht schlecht. Man kann sich gucken, Karin Sultan Classic. Mega top. Also man kann sich hier Styles abschauen, wie man seine Karre auftunen. Was ist das? Death Bounty, Spectral Custom. Sieht mega gut aus. Die Folierung, muss ich sagen.
Ja. Jetzt gucken wir nochmal fix bei den I. Nee, nicht bei den I, sondern dort hinten bei den Geschenk. So, schließe die aktuelle Preisfahrzeug-Herausforderung im Interaktionsmenü ab, um das Preisfahrzeug zu gewinnen. Ja. Da muss ich mal gucken. So. Preisfahrzeug-Herausforderung. Gelange 3 Tage in Folge unter die Top 3. Dadurch, dass aber die Eventwoche morgen beendet wird, wird es dann ein neuer Podiumfahrzeug dastehen. So, wenn man lange genug immer hier herumjammelt in dem Gebäude, in der LS Army Werkstatt, kriegt man selbst immer Reputationspunkte. Ja, also easy, locker. Aber das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck. Wir wollen hier rausgehen. Ich muss erstmal den Ausgang finden, jetzt ganz dringend. Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? War der Ausgang hier? Nö. War der Ausgang hier? Ja. Wir verlassen das Ganze. Denn wir gucken nochmal in der Internetseite hier auf vor Closed Doors Maze Bank. Denn ab da kann man jetzt die Autowerkstätte holen. Es gibt insgesamt nur die 5 hier unten. So, ich habe meine damals oder auf meinem Hauptaccount Hauptperson hier immer die geholt oder die geholt. Man kann natürlich die Warte in der Zentrum holen, war die. Dann könnte man die hier holen. Man könnte die hier holen oder weiter im Norden. Was um 40% billiger ist, würde ich eher die hier empfehlen. Man könnte natürlich auch die billigere Variante nehmen für 1.000.000 und 2.000. Die ist natürlich die teuerste, aber ich würde eher die hier empfehlen. Die ist relativ nah am Nachtclub und ja, ich würde die hier empfehlen. Und die werde ich auch mir jetzt kaufen. Farbton etc. werde ich mir, ja, warte mal, Emblem kann ich mal gucken. Also das ist meine Crew-Emblem, ich werde aber mal schauen. Ah nein, ich kann leider nichts machen. Ich muss mein Crew-Emblem lassen, also Personal, Mitarbeiter. Hier müsste ich mir nochmal ein bisschen Geld anschöffeln irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Privaträume und Autolift, könnte ich. Autolift und so muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall werde ich mir erstmal einen Farbton. Ne, der kostet. Ah, das ist natürlich nicht so toll. Wir lassen den Farbton 1 und kaufen das Ganze. Für 1.023.000. Das habe ich. Wir haben nur noch unter 5.000. Zurück zur Karte. Wir klicken ganz schnell zurück. Und dann habe ich jetzt, wenn ich auf der Karte schaue, haben wir jetzt schon die Werkstatt, den Nachtclub. Und jetzt schon mal das Büro. Ja, also wir haben schon 3 große Gebäude. 3 große Gebäude. Und natürlich das Clubhaus hier oben. In der Valhalla, kann man so sagen. In der Grand Senora Wüste. Grand Senora Wüste, genau. Aber dann nach das Clubhaus ist relativ nebensächlich, muss ich sagen. Genauso wie Nachtclub. Nachtclub ist spezifisch für irgendwie, mach mal so die Mission, dann mach mal da Mission und nebenbei Geld scheffeln, indem du irgendwann mal nach gefühlten 3 Tagen in-game, also nicht in-game, sondern in real life nach 3 Tagen, man muss wirklich 3 Tage lang hier spielen und dann ist der Nachtclub voll. Ja? Also wenn man die Lager ausgekauft hat.
werde ich mir irgendwann holen, natürlich irgendwann. Aber jetzt eher weniger. So. Little Birdie told me you got a mod shop. We in business, fool. Come on through. Wir melden uns später, viel später muss ich sagen, denn ich habe noch 10 Minuten ungefähr jetzt Zeit. Ich werde nochmal zu mein Büro fliegen und dort ein paar Mischwaren verkaufen. Denn ich brauche wieder erstmal ein bisschen Geld. Ja, also ohne Geld hier geht überhaupt nichts. Sprich, der Buruma Sultan, den kann ich vergessen. So, und hier unten ist irgendeine Werkstatt, beziehungsweise dort unten ist ein blauer Punkt, ich habe es gerade gesehen. Da ist ein Dude von Caio Perico. Caio Perico, man muss sich eine Cossack holen, dann kann man auch den Heiß da mal loslegen. Ja, wir reden da an, denn die Wache dort hat wahrscheinlich was Interessantes. Hat die was Interessantes? Bestimmt. Er hat nämlich 7000 Cash für uns und somit haben wir 11000 Cash wieder. So, wieder Self-Radio anmachen. Und wir fliegen instant zum Büro. Wir werden später, irgendwann später, sage ich mal, zu der Werkstatt hingehen. Vielleicht in 2-3 Parts, wenn ich mein eigenes Fahrzeug mal haben sollte. Und ja, es wird wahrscheinlich länger dauern, als bekanntlich das dauern wird. Ja, also muss jetzt wieder ungefähr 1 Million mir anlegen. Und dann kann ich, sage ich mal, locker flockig mir mein eigenes Fahrzeug holen. Denn der Duke of Death, muss ich sagen, da kann man wirklich nur frontal rausschießen und nicht nach hinten, nicht zur Seite und überhaupt gar nichts machen. Wir brauchen schon ein persönliches Fahrzeug, was man eben auftunen kann. Jetzt in der LS Carmeet Werkstatt, da kann ich relativ schön auftunen. Reputationspunkte bekommen. Man muss nicht ins LS Custom gehen, sondern eben einfach, sag ich mal, in die LS Carmeet hineingehen und dort eben Reputationspunkte sammeln für die Klamotten. So, wir gehen auf jeden Fall hier raus, denn ich will erstmal die Mischwaren erstmal hier verkaufen. Was ich noch machen könnte, wäre nochmal zum Casino gehen und dort am Glücksrad drehen. Denn es war jetzt gefühlt 2, 3, 4 Tage her, wo ich im Casino war. So, wieder Self-Radio anmachen, dass wir Musik haben im Hintergrund. Und wir fliegen erstmal zum Lagerhaus. So, ein LKW, ein Mischwaren verkauft. So, kommen wieder Cops oder kommen hier Gegner? Oder
haben wir wirklich unsere Ruhe diesmal. Wir haben diesmal unsere Ruhe zum Glück. Hatte ich lange nicht mehr. Denn jedes Mal kamen entweder Leute, die meine Mitbahn klauen wollten. Beziehungsweise hatte ich schon auch Pops auf einmal hinter mir, wo ich mir denke, okay. Aber das soll ja erstmal keine Rolle spielen. Denn wenn man immer Mischwaren verkauft und dann mal Headhunter-Mission macht, wie schon gesagt, man kriegt da pro Tag 90.000, wenn man jetzt auch noch das regelmäßig macht, kann man natürlich mehr bekommen. So sieht so natürlich nochmal die 50.000 zusätzlich im Nachtclub irgendwann, wenn man den Nachtclub hat, sind dann ungefähr 140.000 pro Tag, die man eben machen kann. Das gechillt, ja. Nachtclub laufen lassen, die paar Minuten, die man wirklich hier investiert, dann hat man auch wirklich mal irgendwann einen vollen Nachtclub, den man verkaufen kann. Und ja, man kann nebenbei zusätzlich noch andere Missionen machen. So, 50.000. So. Wir holen uns den Bassard wieder. Wir müssen auch mal irgendwann mal neue Klamotten holen. Vielleicht die Haarfrisur Farbe umändern. Ich bin mir aber da unsicher, ob ich schwarz lasse oder mal noch eine andere Farbe hinmache. Neue Klamotten holen etc. Werde ich aber irgendwann mal machen. Vielleicht nächsten Part oder so. Denn ich würde ganz gerne jetzt noch einen weiteren Part danach aufnehmen, nach diesem Part. Und ja, wir gehen aber erstmal zum Casino, denn was gibt's denn dort? Ja, Podium-Fahrzeug bekommen oder eben nochmal ein paar RP bekommen, Cash bekommen oder irgendwas anderes. Mal schauen, was wir bekommen können. Wenn ich so ein Podium-Fahrzeug bekomme, ist es natürlich gut. Dann haben wir einiges an Cash gespart wiederum. Wir müssen nur den auftunen und das war's. So, irgendwann muss ich natürlich zur Musik locker gehen, irgendwann. Denn ich muss ganz ehrlich dazu sein, um eine Cossack zu holen, muss ich irgendwann dort hinten hineingehen. Aber solange ich wirklich erstmal noch relativ planlos bin, gerade noch. Ja, also, ich mache erstmal so Anfänger-Guides. Später kommen natürlich dann soweit, dass man die Cossack holt irgendwann. Aber erstmal, wie gesagt, für den Anfang. Man muss sich ja alles erstmal aufbauen, nach und nach. So, wir probieren mal unser Glück. Und drehen und mal schauen, ob wir das Auto bekommen. Nein, das war zu schnell, aber wir bekommen Cash. 30.000. Nehme ich ganz gerne. 30.000 wieder dazu bekommen. Haben wir insgesamt wieder 90.000 bzw. die 10.000 am Anfang. Ja, richtig gut eigentlich. So einzahlen natürlich. Haben wir wieder 90.000 gefühlt dazu bekommen. So. Besucherbonus abholen. Mal wieder 1000 Wagen hinzu für ein Casino. So, Casino natürlich verlassen. Und ja, ich würde sagen, im Tresor liegen schon wieder 50.000 Cash. Die werde ich aber wahrscheinlich randommäßig mal abholen. Ich bin mir eben noch unsicher, was ich jetzt als nächstes machen kann. Ja, also ich
könnte jetzt mein großes Lagerhaus mal langsam anfangen aufzufüllen. Klamotten könnte ich nächsten Part noch machen. Oder ja, ich denke mal, wir machen im nächsten Part ist so, dass wir Klamotten holen, nochmal Friseur gehen, weil es langsam wird auch mal langsam Zeit, dass wir unser Style umändern. Ja? Wir haben jetzt Nachtclub, wir haben Autowerkstatt, wir haben ein Büro, wir haben zwei Lagerhäuser, wir haben ein Clubhaus irgendwo im Norden in der Wüste, wo ich so selten hingehe. Ja, irgendwann mal Style-Umänderung und das werde ich im nächsten Part machen. Ja, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.